Damit dürfte ich jetzt unsterblich werden. Und scheiße schnell. Okay, ich brauche Zeug. Gib mir... Achso, da brauchen wir wieder die roten Engines für. Okay, ich hätte gerne mehr rote Engines. Ich hätte gerne noch einen Fusionsreaktor. Miau. Noch ein Fusionsreaktor, mehr Schilde und mehr alles. Wobei, wenn wir genug Fusionsreaktoren haben, dann brauche ich auch keine Batterien, ne? Nicht wirklich. Weil er halt schnell genug nachproduziert, um die Beine auszugleichen und gleichzeitig die Schilde zu regenerieren. So, wo sind die roten Engines? Warum sind sie noch nicht automatisiert am System angeschlossen? Skynet? Skynet. Arbeitet Skynet? Tut so, als wenn er nicht arbeiten würde. Aber ich schalte dich jetzt mal aus. Brauch dich nicht mehr. Wir haben wirklich genug Roboter. Das heißt, die Kiste mache ich jetzt auch mal so. Damit hier nicht alles eingelagert wird und die Kiste auch. So. Du bist eingemottet, ganz offiziell. Was wollte ich? Ah genau, ich wollte die Engines hier unten klauen. Wow, 3 Stück davon. Wir brauchen aber allerdings ziemlich viel Energie. Also ich dürfte dann nicht mehr... Und 3 ist auch wirklich übertrieben. Brech mal. So, ein mehr sollte eigentlich reichen. Wir sind ja so schon schneller als die. Manchmal, also wenn die Blauen hinter uns herlaufen, holen wir uns manchmal so halbwegs ein. Das sollte ich jetzt ausgleichen mit dem 5. Laufverstärker hier. So, das reicht dann aber auch echt. Sonst ditchen wir irgendwann überall gegen, kriegen überall Prellungen und so. Das ist ja auch nicht toll. Das heißt, nächster Schritt ist der Fusionsreaktor. Dafür fehlen blaue Chips. Ich verstehe nicht ganz, warum davon nicht genug vorhanden sind. Aber wahrscheinlich, weil nicht genug Grüne da sind, weil nicht genug Eisen da ist. Daran wird es liegen. 52, 53. Ja, trudel langsam ein. Bis wir auf 100 kommen, dauert das eine Weile. Rote Chips sind eigentlich genug da. Hier, nimm mal das da. Und du nimm mal das da. Ich hoffe, das haut jetzt hin. Ich könnte auch auf 8er umschwenken, um das alles noch produktiver zu machen, aber ich weiß nicht, ob das lohnt. So, während wir auf die restlichen blauen Chips warten, sortiere ich das Inventar noch ein bisschen aus und dann würde ich sehr gerne die neue Rüstung im Ernstfall testen. Wobei wir dazu erst den Fusionsreaktor brauchen und noch mehr Schilde, weil sonst ist das Ding nicht wirklich viel besser als die Vorgängerversion, oder? 10, 20, 10. 10, 20, 10. Nö. Hat nur ein wesentlich höheres, größeres Grid. Und eine höhere Durability. Was sagt die Durability aus? Sind das meine Lebenspunkte? Wahrscheinlich, ne? Ja. So, und die Giftkapseln wollte ich nochmal testen. Die wurden schon mehrfach vorgeschlagen. Weil die könnte man eventuell auf die Spawner raufwerfen, aus einer größeren Distanz. Gucken, wie groß die Reichweite ist. Ja, doch, beachtlich. Tu die mal bitte dahin. Obwohl da, das bist du in 1, ne? Ja, 1. Cool, okay. So viel brauchen wir doch nicht. Wir haben die 100 blauen Chips. So viel Gunmetal brauchen wir nicht. Die da brauchen wir nicht. So. Ich hätte ganz gerne die Goldtürme. Aber das ist... Nee. Komm. Wir gehen jetzt los. Wir zerstören alle Aliens dieses Planeten. Ja, nicht ganz, weil wir haben nicht genug Munition. Das ist echt eine Sache, die mich ein bisschen stört. Dass wir es nicht hinbekommen, dass ich durchgehend schießen kann. Das müssen wir wahrscheinlich echt die Smog-Module überall reinhauen. Wir bauen einfach Maschinen auf, die mehr Smog generieren, damit die Karte komplett abgedeckt ist. Da ist sie ja schon fast. Und alle Basen mich durchgehend angreifen. Das wäre so der Plan. Oder die andere Idee, die ich ja vor kurzem auch hatte, einfach loslaufen und Basen polen und hierher ziehen. Aber dann kommt es zu Lag und die laufen nicht alle hinterher. Das heißt, die nächste Schlussfolgerung wäre, ich müsste die Crystal Mining Drills aufstellen. Aber da kommt auch nicht so viel rum. Verglichen mit so, was wir hier erbeuten an Leichen und Teilen.
Hier hinten war das irgendwo, ne? Ja, da. 73, 50, 80. Also das ist sogar Silber. Nur die hier vorne. Ja, das ist mau. Echt mau. Fusionsreaktor? Fusionsreaktor. Und Schilde. Und noch mehr Muni? Nein. Also ich könnte ja die rote Munition nehmen, aber das dauert halt so ewig. Also mache ich trotzdem mal. Ich stelle jetzt mal auch die rote Munition noch mehr her. Hatten wir, glaube ich, schon irgendwo anders. Und wenn die grüne alle ist, dann switche ich auf rot um und hoffe einfach, dass meine Rüstung so stark ist, dass sie einfach im Nahkampf stehen bleiben kann und dann ganz langsam mit der roten Munition die Gegner töte. Das ist jetzt auch nicht so die mega geile Taktik, aber es könnte funktionieren. So, dich bitte raus, stell das bitte auf rot um. Hau dich da rein und die alle da rein. Komm, ein paar rote Polish-Sachen raus. Du arbeitest auch zu langsam. Ich sollte alle mal auf rot umstellen, nur um das hier kurz wegzubekommen. Oh ne, ist okay. So, du. Fusionsreaktor. Swoosh. Gut. Schilde sind auf dem Weg. Oder haben wir da schon irgendwo was aufblinken? Nö. Okay, dann teste ich mal das Ganze jetzt einfach so. Was will ich überhaupt? Ich brauche nichts mehr. Ich brauche nur mehr blaue Edelsteine. Okay, ich laufe jetzt los und pulle. Komm mit. Und ich hoffe, ich pulle genug, damit wir genug blaue Edelsteine bekommen. Gucken, ob das so aufgeht. Ah, Schild geht richtig gut runter, da brauche ich noch ein paar. So, da ist ein Wald im Weg, da gehen wir mal einmal außen rum. Mein Ding da steht. Oh. Okay. Ah, ist ganz viel blau. Komm mit, ich mache euch hier auch einen Weg, dass ihr euch nicht ver... Was vom C? Damit ihr euch nicht verheddert. König hat mir den Weg abgeschnitten. Das ist interessant. So, ihr paar Fisseltürme, macht mal. Ist die Robo-Ab... Ja, ist gewährleistet. Wir haben aber, glaube ich, keine Item-Kollektoren hier. Item. Da, Item-Kollektor. Hinder. Dass die Leichen allein gesammelt werden. So. Und der Rest kommt tröpfchenweise rein. Gut. Aber das müssten wir jetzt so häufig machen, um das da fertigzustellen. Das ist ein bisschen lästig. Ich denke, ich werde wirklich einen Crystal Mining Drill mal anfordern. Dann müsst ihr noch eben im System sein. Ultimate Mining Drill. Nein. Du, davon hätte ich gerne drei Stück. Ja. Und dann hätte ich gerne noch Beacons. Die müssten ja auch noch im System sein. Beacon. So. Und dann laufe ich los mit den Speedmodulen, die da reichen müssten. Suche mir irgendwo einfach ein Beacon. Eine Kristallformation. Setze daneben eine Mini-Basis und hole das ganze Zeug raus. Dann schalte ich die Sachen hier alle ein. Die hier sind alle noch aktiv. Genau, da müsste eigentlich alles weiterverarbeitet werden. Und wir haben hoffentlich irgendwann einen ganz kleinen Überschuss an Ressourcen. Weil wir haben jetzt schon seit 10, 20 Folgen keinen wirklich messbaren Fortschritt bei den Sachen hier. Es ist, ja. Oh, warum kommt keine Flamme für Moni? Guck ich mir gleich an. Und du brauchst grüne Ärmchen. Warum kriegst du keine grünen Ärmchen? Habe ich die nicht abgeholt? Achso. Technologie-Packs sind voll. Welche waren die, die... Achso, die da unten. Ihr wart die teuren. Bitteschön. Hing das jetzt echt da dran? Nicht ernsthaft, oder?
Doch. Die Advanced Batteries, die Saphire gebraucht haben, wo ich die ganze Zeit drüber gemeckert habe, davon hatten wir genug. Ich habe nur vergessen, Alien Packs nachzuwerfen. Okay. Du stell bitte her. Alien Dinger. Gib mir neue Eier, wir müssen recht viel im System haben. Leider noch nicht im 100-stelligen Bereich, nee. Aber es sollten ordentlich viele sein. Da kommen sie schon, gut. Rein mit euch. So, lauf, 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 lauf. Hey, warum? Nature Science Packs, weil wir kein Holz haben. Nächstes Problem. Holz. Dahin. Ich gehe jetzt Holz hacken. Oh, warte mal, Roboter. Ja. Mach die ganzen Bäume weg. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Kein Baum darf mehr überleben. Wir brauchen Holz. Wusch. Flieg los, meine Minions. Ah, das ist peinlich. Wir haben super Atomreaktoren, Fusionsmaschinen, MK50 und es fehlt Holz. Ich sollte echt den Tree Farm Mod installieren für die nächste Welt, damit wir immer Holz haben. Oder einfach drauf achten. So, das heißt, Nature Science Packs müssten jetzt auch wieder reinkommen. Weiter Science Packs haben wir auch schon eine Menge. Ja, Nuclear Science Packs. So. Also gucken wir mal, wo sind die Nature Science Packs? Wo werden die hergestellt? Hier unten, ne? Genau, du brauchst Holzplanken, die wir nicht automatisiert haben. Du, nimm mal Holz. Holz. Und mach daraus Holzplanken. Super schnell. So, und die kommen dann darüber und dann geht das alles. Jetzt haben wir gleich garantiert kein Holz mehr im System, aber das Ding müsste wenigstens hier. So, gib ihm. Die werden alle hochgeflogen, alles gut. Okay, also die Forschung ist dann auch bald durch. Dann kann ich doch mal gucken, was wir noch so gerne hätten. Ich hätte gerne das hier zum Beispiel, damit ich dann demnächst das Spiel auch beenden kann für die neue Staffel. Und dafür brauchen wir Rocket Shooting Speed 5. Ja, das braucht alles nur lila Packs und davon gar nicht so viele. Das sollte gut machbar sein, wenn wir gleich rausgehen und ein bisschen töten. Weep, weep, weep. So, 11 Polish davon. Dann hätte ich doch gerne 11-mal Shotgun Battery. So. 14:45. Nee, ich glaube, ich warte noch eine Nacht. Dann gehe ich los, damit ich so einen richtig schönen ganzen Tag habe. Ich dachte schon, hier wäre eine Tin. Oh, mitten in der Basis. Aber nein, ist nur eine einzelne Basis. Genau, ich warte jetzt, bis es wieder nächster Tag ist, damit ich den ganzen Tag habe, um rumzulaufen und Spawner zu zerstören. Damit ich an die Alien-Artefakte schneller rankomme. So, Schild. Batterien setze ich doch mal ein. So. Wobei, mach die mal da hinten hin. Da haben wir hier unten Platz für noch mehr Fusionsreaktoren. Wie viel stellen wir gerade her? 25 Battery Capacity 25 Kilojoule, aber nicht wie viel. Oh. 750. Mach 1500, mach 2250. 2250 minus 1000 sind 1250. Ja, die Schilde verbrauchen schon mal mehr. Also wir können nicht durchgehend alles laufen lassen mit nur 3 Fusionsreaktoren. Das heißt, ich brauche noch einen. Gut. Was machst du da? Oh. Oh. Fusionsreaktoren brauchen jetzt Alien-Artefakte? Das ist neu, oder?
Brech das mal ab. Ich glaube, das ist neu. Also für mich jedenfalls relativ gesehen zur letzten Welt. Okay, was noch? Die Dinger sind alle leer. Oh, stimmt. Ich wollte nachgucken, was los ist mit dem Flammenwerfer-Munitionszeug. Du, was fehlt? Eisen? Nee, Schweröl haben wir keins mehr. Aber zu viel Leichtöl haben. Du, hör mal auf zu arbeiten. Und ihr habt zu viel Petroleumgas. Jo. Okay, dann hätte ich gerne großen Tank. Daran soll es ja nicht liegen. Und dann geht das auch gleich weiter. Großer Tank, da. Wusch, jetzt müssen die alle anspringen und sofort arbeiten. Sehr gut. Das war super produktiv. Super produktiv. Super produktiv. Die Dinger sind schon super produktiv. Die auch. Alles gut. Schön. Genug Öl müssten wir ja haben. Richtig. Dass das Petroleumgas nicht so weiterverarbeitet wird. Arbeite. Durchgehen. Wir brauchen viele Batterien. Wow. gib mir mal das Zeug da. Anscheinend brauchen wir doch nicht so viele Batterien, wie ich dachte. Also ich dachte wie die ganzen aufgestuften Lasertürme und so, aber gut. Du. Da. So, jetzt speichere ich einmal ordentlich ab, weil die Sonne geht gleich auf und dann geht's töten.